Die roten Teufel oben auf. Ein souveränes 4:1 im Spiel 3 gegen Krimiczau. Die Serie damit gedreht und mit insgesamt 2:1 Spielen in Führung gegangen. Zum Abschluss gingen dann auch noch ein paar Faustkämpfe an die Wetterauer. Bad Nauheim auf dem besten Weg, den Klassenerhalt in Liga 2 perfekt zu machen. Sehr emotional. Wir haben uns viel vorgenommen heute. In Krimiczau das Heimrecht zurückgeholt und das war sehr wichtig, dass wir heute mit einer guten Leistung und mit dem Sieg hier aus dem Spiel gehen. Die Roten Teufel nach dem 6:2 Kantersieg in der zweiten Partie auch zu Hause vor 2.500 Zuschauern frischer, mit mehr Tiefe im Kader und clever in Überzahl. Matt Baker, der schon im vorigen Spiel dreimal getroffen hatte, mit dem 1:0 nach Dan Ringwalds erstem Schussversuch nach 10 Minuten. In der zweiten Minute des zweiten Drittels dann clever auch beim Konter über Jason Pinizzotto und Publikumsliebling Kevin Lavallee mit der 2:0-Führung. Trotz Diskussion, ob der Puck hinter der Linie war, Schiedsrichter Maximilian Plitz gab den Treffer. Und clever auch in Unterzahl und beim Abfangen des Pucks. Alexander Baum mit der Vorentscheidung nach 27 Spielminuten. Ja, im ersten Spiel hatten wir Schwierigkeiten, den Puck im Tor unterzubringen. In Krimiczau ist dann der Knoten geplatzt und wenn wir die Chancen, die wir haben, weiter so nutzen, dann sieht es gut für uns aus. Kurz vor Ende des zweiten Drittels ließen die Sachsen dann aber doch noch zumindest ein bisschen so etwas wie Spannung aufkommen. Harrison Reed mit dem Anschlusstreffer. Doch im Schlussdrittel Taylor Karnevale mit dem Schlusspunkt zum 4:1. Und die handfesten Auseinandersetzungen nach der Schlusssirene lassen schon mal auf ein hitziges viertes Aufeinandertreffen schließen. Ich habe es gar nicht so mitbekommen, aber ich denke mal, da werden die ein oder anderen frustriert gewesen sein. Und naja, gut, Abstiegskampf, es geht um viel für den Verein, auch für den Verein Krimiczau. Und da wird natürlich dann auch bis aufs Blut alles gegeben. 2 Siege fehlen dem EC Bad Nauheim nun noch in dieser Best-of-7-Serie. Den nächsten am besten schon am Dienstag in Krimiczau. Die Prognose aus Teufelssicht. Sieg Bad Nauheim. Weil? Weil wir die bessere Mannschaft sind. Und mit einem Sieg in Sachsen könnten die Roten Teufel am Freitag im heimischen Colonel Knight Stadion endgültig alles klar machen.